Schönen guten Tag. Machen wir es kurz. Wir spielen Star Wars Empire at War. Wir haben gerade Biss eingenommen. Wir sind in einem erbarmungslosen Schachzug gegen die Rebellion, der jetzt noch 17 Minuten weitergeht. Danach werde ich die Aufnahme für heute dann auch mal beenden. Also für euch ist natürlich heute sehr, sehr relativ. Für mich sehr allgegenwärtig. Fahrzeug wird produziert. Einheit wird produziert. Einheit wird produziert. Fahrzeug wird produziert. Falsch, ich brauche nur einen Akklamator. Obwohl, habe ich da was verloren? Nee, das ist ja die Defensivarmee von dort gewesen. Die hatte ja 4-2. Das passt also schon. Ja, wir könnten theoretisch schon mal, während die da vor sich hin produzieren, mit unserer Luftstreitmacht, unserer Hauptluftstreitmacht, die sich ja hier befindet, nach Bespin reisen. Hier ist soweit eigentlich auch alles klar. Nee, hier fehlen noch. Soldaten werden ausgebildet. Online. Soldaten. So, Bespin. Ach, Dagobah kann ich auch noch. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Dagobah, Naboo. Die Vergesso-Asteroiden sogar auch. Oh, geil. Ich kann noch richtig viel einnehmen. System erobert. Bereit. Aufbau hat begonnen. Tartankreuzer hier. So, hier ist ready. Und bei Biss haben wir jetzt. Da ist die Garnison auch schon fast fertig. Hier kommt noch einmal so einer, das ist gut. Da fehlen noch zwei AT-STs. Und dann ist auch meine Bodenstreitmacht wieder einsatzbereit und kann sich nach Bespin begeben. Bespin, taktische Informationen. Zusätzliches Einkommen durch die Tibana Gasminen. Planetare Vorteile, hohes Einkommen. Historischer Bezug. Bespin ist ein Gasriese ohne jedwede Landmasse, aber in seiner oberen Atmosphäre, wogender Wolken, gibt es eine Schicht atembarer Luft, die Lebenszone genannt wird und in der sich verschiedene Lebensformen entwickelt haben. Die örtlichen Einwohner haben schwebende Kolonien wie die Wolkenstadt gegründet, eine beliebige Zuflucht- und Minenstadt. Bespins wichtigste und profitabelste Hauptexportgut ist das Tibangas, mit dem Blast und andere Energiewaffen betrieben werden. Wetter, Stürme, Gelände, Gasriese, Bevölkerung, Menschen und Ugnaugts, was auch immer Ugnaugts sind. Finde ich ganz interessant, dass sich da Leben entwickelt hat, welches Leben das wohl sein wird. Vor allen Dingen aber, wann sind die Menschen dazu gekommen? Das muss ja im technologischen Alter gewesen sein, wo man schon festgestellt hat, oh geil, das ist ja sehr umsetzbar und profitabel für uns. Bereit. Es gibt irgendwann mal beim Star Wars The Clone Wars, bei der Serie, falls ihr die kennt, falls ihr die gesehen habt, vor allem viel eher, als dass ihr sie kennt, da gibt's irgendwann mal eine Folge, da fliegen die durch so einen Nebel im Weltall. Und da fliegen halt wirklich mitten im Weltall. Die sind in ihren Raumschiffen, können nicht atmen, aber da fliegen irgendwelche Riesenviecher durch. Das sind so geflügelte Drachen, so ähnlich den so ein paar Viechern aus Super Mario. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das fand ich auch total faszinierend. Würde voll gern wissen, was das war. Und ob die vielleicht auch in so einer, ob dieser Nebel vielleicht auch eher so eine lebensbare Schicht war. Also da hätten die vielleicht auch einfach das Cockpit aufmachen können. Keine Ahnung. Richtig geil. Solche Ideen finde ich geil, auch wenn sie ziemlich aberwitzig sind. So. Kreuzer online. Muss ich jetzt hier noch irgendwas können? Ich kann eigentlich die beiden Armeen fusionieren und nach Irialu schicken. Sofort. Nämlich noch eine zweite geile Luftarmee. Tartankreuzer hier. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Aua, immer noch stark. Alter! Achso, ich hab verloren! Oh, was? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Scheiße. Ich habe tatsächlich verloren. Na gut. Ja, trotz allem muss ich jetzt nach Bespin. Also ich will da jetzt die Landmassen noch einnehmen. Und ihr geht vielleicht im besten Fall da wieder hin zurück. Und ich baue mir hier noch eine krassere Luftstreitmacht. So, Korulage kann ich dann auch eigentlich abziehen. Obwohl, naja, ich will vielleicht lieber erstmal nur den Luftraum verlieren, just in case. Obwohl, na, die werden nicht hinkommen. Ich wüsste nicht, wie die da jetzt hinkommen sollen.
Ohne Biss. Und ohne Sulust. Und ohne Coruscant gibt es da eigentlich doch keine direkte Wegstrecke hin. Also, dann bleibt es dabei. Und ihr dürft euch dahin begeben. Und dann haben wir mit Corulage den zweiten Planeten, der schon so krass ist, dass wir ihn nicht mehr unterhalten müssen. So, Bespin erstmal. Ach, Bespin. Ja. Eigentlich relativ logisch, dass Bespin dann auch nur Raum ist. Wie komme ich denn da auf die dumme Idee, mit meiner ganzen Landstreitmacht hinzufliegen? Ich habe es eben sogar noch vorgelesen, dass ich das nicht brauche. Wir sind bald da. Interessant, aber wie generiert er denn dann überhaupt Einkommen? Ach, der generiert einfach so 1000 Einkommen, Stützpunkteinkommen. Boah. 1000. Das ist wahnsinnig viel. Alter, lachst du. Wieso habe ich Bespin eigentlich vollkommen abgezogen? Bespin ist doch noch gar nicht sicher. Tartankreuzer hier. So, meine Tartankreuzer treffen hier auch langsam. Wo produziere ich die denn? Ich produziere die da, ne? Okay, weil ich möchte dann doch nochmal eine extra Defensivarmee haben. Wo greifen mich Rebellentruppen an? Autsch! System verloren. Na gut. Positionsänderung. Ach, stopp. Das ist eigentlich gar nicht so clever, dass ich derzeit wieder hinfliege. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Ich kann nicht speichern. Alter, ich hole mir gerade, weil ich so faul bin, so viele Niederlagen ab. Das ist richtig dumm. Warum bin ich da jetzt eigentlich direkt wieder hingeflogen? Oh, dumm. Fahrzeug wird produziert. Jetzt muss ich echt hier meine ganzen Überreste hier zusammenkratzen. Ich vermute aber, dass ich jetzt wenigstens stark genug bin, um Iriadum anzugreifen. Ich muss echt mehr speichern, dann hätte ich mir das alles gerade sparen können. Dem tausendfach produzieren. Aber ey, das erklärt doch, warum meine Rating hier so niedrig ist. Das habe ich gerade völlig vergessen. Gut. Dann mal los. Ich hätte jetzt gerne Iriadu. Schnell und sofort. Ich brauche Erfolgserlebnis. Ja. Da ist doch mein Erfolgserlebnis. Da ist Iriadu wieder mein. Beziehungsweise ist jetzt mal mein. Ich kann aber hier irgendwie nichts bauen. Das ist wiederum gar nicht mehr so gut. Okay, nächste gute Frage. Kann ich den Planeten jetzt auch landtechnisch unterwerfen? Das ist das System. Invasion beginnt. Ja. Heute online. Kann ich. Puh. Aufbau hat begonnen. Gott sei Dank ist mir das gelungen. So, ich lese mal kurz die Informationen vor, die wir zu den Planeten haben. Solange ihr diesen Planeten kontrolliert, kostet der Bau von Panzern des Typs T4B auf einem Planeten 20% weniger Produktionsschub für Panzer T4B, logischerweise. Iriadu ist ein Dreh- und Angelpunkt für Regierung und Handel im Outer Rim. Es ist eine schiefergraue Welt zerklüfteter Landmassen und giftiger kleiner Meere. Industrieanlagen sind über ganz Iriadu verstreut und verseuchen Luft, Land und Wasser unerbittlich mit ihrem Ausstoß an giftigen Abfallstoffen. Die Hauptstadt Iriadu City liegt auf der südlichsten Halbkugel. Ein geschädigter Seehafen, der sich fast 1000 Kilometer auf das Festland ausbreitet, entstand an der Mündung des größten Flusses. Vermischte Siedlungen, giftige Meere sind das Gelände, das Wetter ist heiter und es herrscht aber Smog und die Bevölkerung sind Menschen, namentlich Iriduianer. Konstruktion abgeschlossen. So, Biss ist damit zwar nicht sicher, aber ich kann zumindest mal einen Teil hier abziehen. Und der Landstreitmacht zufügen. Wir müssen uns dringend das Bespin wiederholen. Das halte ich eigentlich fast nicht aus, dass wir das verloren haben. Wir brauchen... Fahrzeug wird produziert. Ja, die brauchen wir. Davon brauchen wir noch zwei Stück, damit ich hier wieder
entfleuchen kann. Ich will eine neue Tech-Stufe. Verdammt nochmal. Tautankreuzer hier. Bespin, wir brauchen Bespin. Wir brauchen hier auch eine krasse Streitmacht. So, da sind wir doch schon mal ein bisschen zu Potte gekommen. Also ich kann hier auch schon mal wirklich richtig krass Leute produzieren, weil ich muss hier den Planeten gleich einmal sich selbst überlassen. Wenn ich nämlich dann nach Dagobah und Naboo zum Beispiel will, brauche ich ja eh hier ein bisschen Luft. So, wir speichern nochmal und holen uns jetzt mal Bespin zurück. Ich bin da zuversichtlich. Diesmal klappt's. Mit 6-4 Stats sollte das gehen. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Ich mach's einmal automatisch. Schon wieder verloren. Ja, dann machen wir jetzt aber zum... Also das ist jetzt so eine Sache. Ich habe noch 6 Minuten. In der Zeit werden wir das im Leben nicht zeitlich schaffen. Deswegen machen wir das jetzt noch. Damit sich's auch lohnt. So, das machen wir jetzt selbst. Und ich will das jetzt auch gewinnen. Wir kennen das Ding. Oh, sieht das geil aus. Darf man das sagen? Wie? Kann keine Verstärkung wählen. Unsere Sensoren zeigen an, dass eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Vernichtet alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Easy, kein Problem. So, da geht's ja auch schon mal gut los. Ich frag mich wirklich, wie die das immer verlieren. Das teilen wir wieder auf. Du schießt da drauf und du schießt auch da drauf. Damit ist der auch Geschichte. Dann schießt du auf den und du wieder auf den. Du kannst eigentlich auch mal ein bisschen mitmachen. Ah, okay, die wollen uns einkreisen. Gott sei Dank haben wir Bombergeschwader. Genau. Der wird, der müsste eigentlich bedient werden, oder nicht? Teilgeschwader in Bereitschaft. Na gut, sonst nochmal sicherheitshalber, du schießt auf den und du schießt auf den und du schießt dann auf den. Oh. Da hat's ein TIE-Bomber-Geschwader erwischt. Ich hab das Gefühl, den da, dem haut gar keiner auf die Fresse. Das will ich aber, dass das anders ist. So, sehr gut. Ihr beide, glaube ich, braucht auch ein neues Ziel. Da bietet sich doch ebenfalls der da an. Das ist ja meiner, da solltet ihr nicht draus schießen. Ah, du mieses Wiesel. Na gut. Ah, der ist noch am Leben. Weg geht's mit dem. Sehr gut. Stopp, Pause. Geht zum Angriff über. Jetzt will ich so richtig, richtig fusioniertes Schießen sehen. Naja, okay, fast. Ah, okay, du darfst auch noch. Und du darfst sogar schon auf den da schießen. Ja. Sehr gut. So, dann sind unsere Defensivbemühungen doch erst einmal erfolgreich gewesen. Ja, ist ja gut.
Kreuzer hier. So, wir müssen jetzt ein bisschen clever aufteilen, dann sollte das doch auch gar kein Problem für uns sein. Damit ist Ziel Nummer 1 vernichtet. Sehr geil. Angriff! Erwarte Befehle. Feuer frei! Erwarte Ihre Anweisungen. Geschütze feuerbereit. Greife an! Gefecht bereit. Bereit. Ach so, da sind noch zwei, die werden gar nicht versorgt. Kreuzer hier? Na, das soll ja auch nicht sein. Feuer! In Bereitschaft. Eröffnet das Feuer! Frequenz offen. Feuer eröffnet! Ah, ich sehe aber langsam die Taktik, warum noch der PC sich vielleicht schwer tut. Klar, das stellt sich auch an, aber die können halt wirklich sehr viel freier spawnen, als wir das können. Und vor allem sind es sehr viel mehr, als man am Anfang denkt. So, zum Beispiel stimmt gerade die Zuordnung überhaupt nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt eine andere Strategie überlegen, weil ansonsten zerziehen die uns doch ziemlich. Und das lohnt sich dann im Wesentlichen, indem man die Stück für Stück erledigt. Nummer 1. Nummer 2. So, welcher ist gerade am schwächsten? Das scheint mir dann doch immer noch... wo ist er denn jetzt? Der hier. So, sehr schön. Dann gucken wir mal weiter. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Die Folge ist quasi vorbei. Wir sind ja auch schon im Schlussspurt. Die sind alle noch relativ mächtig. Dann tatsächlich der hier unten. Ne, der da, der hat einen ganz schwachen Schild. Naja, gegen unsere, wirklich unser komplett konzentriertes Feuer sehen die dann doch eher alt aus. So, nächster. Aber langsam sehen wir auch ein bisschen älter aus. Also die Schilde von zumindest meinen Tartan-Patrouillen sind auch schon ganz schön unten. So 1000 Respawns werden wir vielleicht dann auch nicht mehr schaffen. Ja, vielleicht müssen wir auch nicht 1000. Unsere Sensoren werden vom Nebel gestört. Ja, ist doch egal. Der ist auch da. Das sehen wir doch alle. Jeder, der es nicht sieht, hat seine Brille vergessen. Deswegen wählt man Piloten für Akklamatorkreuzer sorgfältig aus, damit die im Nebel noch was sehen können. Versuch mal so einen Nebelscheinwerfer an so einen riesen Kreuzer zu installieren, da hast du richtig Arschkarte. Ich habe mich schon gewundert, dass der so wenig Schaden hat bisher dann. So, letzter. Information. Sofort. Da kommen noch welche. Wir müssen echt aus diesem Nebel aber mal langsam raus. Hier oben scheint es wirklich sehr viel besser zu sein. Hab verstanden. Bitte Position. Melde mich hier befohlen. Kreuzer hier. Aua. Boah. Das war mal eben ganzes Geschwader. Das ging aber echt fix. Komm schon! Jetzt metzelt ihn da nieder und den da auch noch und dann sind wir doch fertig mit der Schose hier. Ich flieg halt schon mal in Ruhe da hoch irgendwie, keine Ahnung. Dass der da unten so eine Extrawurst braucht. Durch den Nebel auch noch die... Ha! Die haben nämlich keine Raumstation, die Deppen! Soweit sind sie nicht gekommen, nachdem sie den Planeten von mir genial erobert hatten. Boah, 17 korallianische Korvetts. Kontrolle über den Planeten
Wahnsinn, 17. Gebäude wird errichtet. Das ist viel. Meiner bescheidenen Meinung nach. Gut. Ja, ich weiß, wir überziehen gerade, das macht aber nichts. Ein paar Minuten gebe ich uns noch, weil am liebsten würde ich sogar noch diese drei Planeten, falls sie jetzt nicht zu stark besetzt sind, noch unter meine Kontrolle bringen. Ob das funktioniert, sei mal dahingestellt. Sulust ist jetzt sicher, mehr oder minder sicher, doch sicher. Aufbau läuft. Hier braucht es eine krassere Stationes. Erstmal können wir auf jeden Fall schon mal speichern. Das war ein Erfolg. Wir sind wieder an dem Punkt, an dem wir eben auch schon mal waren. Haben sogar noch Iriadu bis und boah, ey, ganz schön vergrößert Leute, heute die Galaxiskarte. Wir haben angefangen. Müssen wir mal überlegen mit den Planeten hier. Wir haben, glaube ich, dieselbe Anzahl nochmal dazu erobert. Pff. Tapfer! So. Konstruktion abgeschlossen. Sehr gut. Einheit wird hergestellt. Kreuzer online. Die ziehe ich nämlich nochmal separat rüber. Ist ja logisch. Eigentlich ist das ja eine reine Angriffsarmee, während das, was wir beim Flotten 1-Feld haben, die Defensivarmee sein soll. Tartankreuzer hier, Tartankreuzer überall. Da ist die Kamera fast leer. Akku auswechseln, will ich aber eigentlich gar nicht. Läuft die jetzt noch? Nee, ist jetzt ausgegangen. Na gut, tut mir sehr leid. Ja, dann pass auf, dann wagen wir es jetzt noch und machen jetzt ein richtig gewagtes Manöver. Und zwar, welcher Mäß denn stärker eigentlich? Das hier ist schon noch die stärkere. Dann fliegen wir jetzt mal nach Naboo. Gut, das ging leicht. Naboo hat auch keinen Luftraum. Boah, zwei AT-ST, zwei Kundschafter, ist auch nicht so wenig. Aufbau hat begonnen. Einheit wird produziert. Was habe ich jetzt noch verloren? Muss ich mal gucken. Vergesso brauche ich gerade nicht. Die hier brauche ich. Ich habe noch verloren. Oh, ich habe beide Kundschafter verloren. Das ist das, was fehlt. Gut, das ist ja echt eher ein moderates Problem, aber dennoch. Gebe Koordinaten ein. Konstruktion abgeschlossen. Bedeutet, unsere Raumstation ist fertig? Ja. So, und auf Bespin sind wir auch ziemlich gut vorangekommen. Dann speichere ich an dieser Stelle sogar nochmal ab und hoffe, dass meine Armee reicht, um Dagobah einzunehmen. Bereit. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Schlacht gewonnen, aber mit Verlusten. Zweimal Akklamator, glaube ich. Ja, zwei Akklamator. Ein Tartankreuzer fehlt mir. Die Armee ist natürlich noch vollständig. Trotzdem möchte ich die gerade noch nicht weiterschicken. Aus, glaube ich, nachvollziehbaren Gründen. Weil dann haben wir hier keinen Luftraum. Safe. Das will ich jetzt auch nicht. Das ist zum Glück gar nicht nervig. Kann ich die nicht irgendwie so gesteckt rübertragen mit Steuerung oder so? Ja, mit Steuerung kann ich die gesteckt rübertragen. Notiz an mich. Unbedingt merken. Ist clever. So, habe ich die jetzt hier? Ja, ich habe hier neue Viechers geholt. Ja, die hätte ich jetzt eigentlich auch zu Ende laufen lassen können. Na, egal. So, damit ist das schon wieder vollständig. Ich hätte die sowas von durchlaufen lassen können. Jetzt bestelle ich ja doch wieder hier. Voll dumm. Tut mir leid. Nicht mitgedacht. Meine Invasionsstreitkraft ist auf jeden Fall schon wieder ready. Mit der können wir theoretisch gesehen also schon rüber und weiter kämpfen. Auf Dagobah. Ja. Vielleicht machen wir das auch. Aber vorher nochmal ganz schnell die Planetinfos von Naboo.
Solange ihr diesen Planeten kontrolliert, bekommen alle T4B-Panzer in der Galaxie einen 25%igen Bonus auf ihre Feuerkraft. Naboo ist geprägt von unterschiedlich undurchdringlichen Sümpfen, sanft geschwungenen Prärien und grünen Hügeln. Anders als die meisten anderen Planeten besitzt Naboo keinen flüssigen Kern. Sein Inneres besteht stattdessen aus einer massiven, mit Wasser gefüllten Wabenstruktur. Auf Naboo sind zahlreiche Tierarten heimisch. Der Planet wird von den friedlichen Naboo und den eher kriegerischen Gangen bewohnt. Die Naboo leben in der Regel in den eindrucksvollen Städten wie Theed, während die Gunganer in exotischen Blasenstädten hausen, versteckt in Seen oder Sümpfen. Bevölkerung also Naboo oder Gangen, Wetter heiter und Regen, Geländer, Wiesen und Moore. Vermutlich einer der schönsten Planeten, die es in Star Wars überhaupt gibt, finde ich. Und Dagobah. Bodenschutzpunkte sind durch die natürliche Umgebung und die Landschaft des Planeten nicht zu entdecken. Historischer Bezug. Stützpunkt, Tarnung, Boden. Okay, ja, das ist nicht so wichtig. Ein mysteriöser Sumpfplanet in einem der äußersten Winkel der Galaxis. Dagobahs Landschaft besteht aus Wäldern, knorrigen Bäumen und sich windenden Wasserwegen und liegt unter einer beständigen Nadeldecke verborgen. Nadeldecke. Frei von Technologie und bevölkert mit vielen Pflanzen und wilden Tieren ist Dagobah eine turbulente und urzeitliche Welt. Dagobah ist hauptsächlich wegen seiner schieren Vielfalt an Lebensformen interessant, darunter die gefräßige Sumpfschnecke, die raubtierhafte Drachenschlange und die fliegende Sumpfschwingen. Bevölkerung keine, Gelände Sumpf, Wetter heiter und Regen. Ja, und natürlich kann man sich hier Meister Yoda angucken. Das ist auch schön. Und er hat nicht gespeichert. Scheiße. Gott sei Dank haben wir das gewonnen. Aber mit riesen Verlusten. Alter, was ist das für krasse Verluste? Aufbau, sorry, stop. Was brauche ich denn am besten? Kundschafter hier. Ja, dann brauche ich eigentlich schon Aufbau eher eine leichte begonnen. Fabrik und Aufbau eine Raumstation. Und hier hole ich mir mal noch die vier Dingens hole ich mir hierher. Und dann, was habe ich denn noch verloren? Kann ich das auf Anhieb erkennen? Jo, ich habe ziemlich alles verloren. Time Mauler fehlen 2, davon fehlen 4. Konstruktion abgeschlossen. Und auch nochmal 2 von den Sturmtruppen. Einheit wird hergestellt. Plus Time Mauler und hier auch nochmal plus Time Mauler. Dann soll es eigentlich passen. So, ich schicke euch direkt schon mal rüber zu Lord Vader. Kreuzer online. Konstruktion abgeschlossen. Bereit. Zulus ist damit auf jeden Fall in Sicherheit, oder? Kann jetzt gar nicht mehr angegriffen werden. Bespin braucht vielleicht eine weniger krasse Verteidigung. Das kann ich auch gerade mal arrangieren. Weil dann können wir jetzt tatsächlich noch vielleicht auf die Vergesso-Asteroiden losgehen. Und das würde mich persönlich freuen. Sofort. Kreuzer online. So und so. Wo ist denn Lord Vader? Ach, der ist ja nebenan. Scheiße, ich Vollidiot. Dann stacken wir das alles mal hier. Auch du kannst mitkommen. Und ihr geht in die Verstärkungsstreitmacht des Lord Vader. Wieso kann ich denn trotzdem jetzt eigentlich alles hier rekrutieren? Ach, weil ich tatsächlich eine leichte Fabrik und eine Kaserne gebaut habe. Na egal, die Kaserne kann ich ja nachher noch wieder abreißen. Auch hier sind die Truppen vollständig und können Lord Vaders Streitmacht zugefügt werden. Bereit. Konstruktion abgeschlossen. Auf Dagobah sind die eigentlich ganz in Sicherheit, da werden sie nicht direkt von Geonosis aus angegriffen. Hier baut sich das Bodenarsenal von selbst auf. Einheit wird produziert. Theoretisch sind die. Das ist ja brandgefährlich hier. Die müssen natürlich auch noch irgendwo hin. Komm mal. Darth Vaders, ja, die ist jetzt echt eine ziemliche Ultra-Armee. Die ist, glaube ich, stärker als vorher. Macht ja nichts. So. Hier ist Besetzung, Schutz mehr oder weniger. Und hier sind 6-5er-Stats bei der Armee. Damit können wir jetzt tatsächlich noch die Vergesso-Asteroiden einnehmen. Da bin ich fest von überzeugt. Das machen wir jetzt auch nochmal ganz schnell. Also so schnell es eben geht. Im Vergleich zu der Hyperraumroute ist das sehr langsam. Taktisches Gefecht steht kurz bevor.
Automatisch. Und wir haben nicht viel verloren. Aufbau online begonnen. Sehr nice. So, damit ist das hier auch in trockenen Tüchern. Ui. Ui, 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 ui. Wir haben echt ordentlich was eingenommen. Melde mich wie befohlen. Seieieieiei. Was habe ich denn hier noch alles gebaut, Alter? Muss das so sein? Können eigentlich alle nur zu Darth Vader. Also, das ist... Konstruktion abgeschlossen. Böse, gute Armee hier. Also böse, böse Armee eigentlich. Aber sie ist gut böse. Also böse, gut aufgestellt. Das sind alles Probleme. Meine Güte. Was bringt das denn hier eigentlich? Vergesso Asteroiden. Taktische Information. Solange ihr diesen Planeten kontrolliert, bekommen alle X-Wing, Y-Wing, A-Wing und Z-95 geschwadern in der Galaxie einen 25-zentigen Bonus auf Feuerkraft. Ja, die sind doch gar nicht mehr da. Verbesserte Waffen für Jäger. Asteroiden im Libya-System des Budget-Sektors der äußeren Randgebiete. Das Tenlos-Syndikat errichtete in einem Nickel-Eisen-Asteroiden namens Vergesso eine versteckte Werft. Der Asteroid besaß die Größe eines kleinen Modus und eine pockennarbige mit Kratern übersäte Oberfläche. Das Asteroidenfeld gehört zu den weniger schlimmen Feldern in der Galaxis. Man kann hier besser navigieren als in den meisten anderen. Bevölkerung keine, Wetter keins, Gelände keins. Ha, sehr schön. Und hier habe ich mein Lager aufgeschlagen. So, damit beenden wir allerdings auch diese Riesen-Session von Star Wars Empire at War fürs Erste. Wir sind ganz schön vorangekommen. Alter, sag du, ey, uns gehört schon ziemlich ordentlicher Teil Galaxis mittlerweile. Und wir stehen auch nicht schlecht da militärisch. Wir haben sogar schon Safe-Planeten. 4 an der Zahl. 4 sind so in unserem inneren Galaxiskern verankert. Die müssen wir gar nicht mehr beschützen. Und wenn wir nachher Geonosis noch haben, ändert eigentlich nichts. Wenn wir nachher Geonosis noch haben, haben wir noch Geonosis. Bringt sonst nichts. Gut, ich danke euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Road to 8 und Star Wars Empire at War, wenn noch viel mehr Kreuzer online sind. Bis dahin, tschüss und habt einen schönen Tag. Bye, bye.